Der Motor streikt, das Auto bleibt liegen. Nichts geht mehr, ein Moment, den kein Autofahrer erleben will. Falls es aber doch passiert, muss man sofort rechts ranfahren, Warnblinkanlage einschalten und die Sicherheitsweste anziehen, damit man vom fahrenden Verkehr gesehen wird. Dann die Pannenstelle mit dem Warndreieck absichern, damit aus der Panne kein Unfall wird. Erst danach Hilfe rufen und selbst dafür gibt es Regeln. Bei der Unfallmeldung per Handy oder an der Notrufsäule kommt es darauf an, dass man die sogenannten W-Fragen beantworten kann. Das heißt, was ist wo passiert, wer meldet den Unfall und wie viele Betroffene bzw. Verletzte gibt es. Ganz besonders aufpassen muss man bei Pannen auf der Autobahn, denn die vorbeirasenden Autos sind eine tödliche Gefahr. Auf der Autobahn sollte man, wenn es geht, versuchen, den nächsten Parkplatz oder die nächste Raststätte noch zu erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man die Warnblinkanlage einschalten und ganz rechts auf dem Standstreifen halten und dann auf die Eigensicherung achten. Das heißt, alle Passagiere sollten das Auto nach rechts sofort verlassen und hinter der Leitplanke sich in Sicherheit bringen. Dann muss natürlich die Warnblinkanlage eingeschaltet bleiben und das Warndreieck aufgestellt werden. Und um das aufzustellen, ungefähr 100 Meter hinter dem Auto, sollte man auch hinter der Leitplanke gehen, sicherheitshalber. Drei Leitpfosten Abstand soll das Warndreieck mindestens haben. Über die Notfallsäule teilt man seinen Standort, Art und Umfang des Unfalls mit und kann über die Notrufzentrale seinen Automobilclub informieren. Die Wartezeit verbringt man sicher hinter der Leitplanke. Sind die Schäden nur klein und der herbeigesehnte Mechaniker flink, dann kann die Fahrt ganz schnell weitergehen.